Keine Rauchwolke, kein Feuermelder ging an, die Bude steht noch. Wirklich, wirklich fast. Ich weiß ja nicht, ob es euch vielleicht schon im Intro aufgefallen ist. Ich hoffe es ehrlich gesagt, denn ich bin deutlich bräuner, oder? Wir sind nämlich jetzt in der Vergangenheit. Ich hatte ja meine SD-Karte, also es war auch kein Ausweg, ich habe die wirklich hier vergessen. Dummheit siegt am Ende immer verpeilt. Na, ich würde es eher Verpeiltheit nennen. Ich würde es auch noch nächstes Jahr posten, wenn es jetzt so wäre, weil dieses Gerät, der Toaster, der kann mehr, als wir alle denken. Das ist wirklich das Gerät. Aber ihr werdet den Rest später sehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt beim Reinschalten in die nochmal Vergangenheit. Aber es war cool. Ich war schon unterwegs auf einer Mission. Ihr seht es im Titel. Wir haben es bisher noch nie gemacht. Auch wieder eine neue Videoidee. Wir werden heute, denke ich, nicht verhungern, beziehungsweise bin ich mal gespannt, wie das der Toaster am Ende mitmacht. Denn ähnlich wie beim Waffeleisen hat jetzt kein Vermögen gekostet, der Toaster. Von daher weiß ich nicht, wie der sich heute so mit anderen Lebensmitteln verträgt. Bisher ist er nur gewohnt, Annes und meine Toastbrötchen zu toasten oder Brot. Schauen wir mal, was das Ganze heute wird. Aber ich bin guter Dinge, denn ihr wisst ja auch, das Waffeleisen von Rossmann. Teuer muss ich immer direkt gut sein, günstig muss ich immer direkt scheiße sein. Weil, ja, ich hätte ja fast für so ein Waffeleisen 60 bis 70 Euro geblättert und so habe ich jetzt 15 Euro, übrigens nicht 20, 15 Euro nur gezahlt und das Ding funktioniert wie eine 1. Wir starten jetzt einfach. Ich wünsche uns ganz viel Spaß und hoffentlich auch Erfolg, dass er das heute den ganzen Tag mitmacht. Wäre doch glatt gelacht, wenn wir nicht an diesem Morgen Pancakes verkosten. Die sollen auch tatsächlich ganz gut sein, habe ich mir jetzt schon sagen lassen. Wir probieren es einfach mal. Ich muss sagen, die fühlen sich irgendwie eher an wie so Toastbrötchen, weniger irgendwie wie Pancakes. Aber Toaster makes a wonder. Am Ende kommt jetzt gleich was Fluffiges, Luftiges wieder raus. Während wir warten, das passiert nämlich hier super selten, was ihr hier an meinen Fingernägeln seht, dachte ich, zeige ich euch mal das Ergebnis. Ich habe gestern Abend mal meine Nägel lackiert. Ich müsste mal auf YouTube nachschauen, da kann man es mich am besten beurteilen, aber ich glaube, ihr gebt mir alle recht, ich hatte ewig keine lackierten Nägel mehr und ich finde es wirklich keine cute. Bisschen Farbe in den tristen Alltag, grauen Alltag bringen. Wobei, wenn ihr das Video seht, ist wieder Sommer, Freunde. Der Sommer ist wieder da. Und dafür habe ich die Nägel gemacht. Ich mache nämlich momentan so eine, ja, traurigerweise muss man sagen, Challenge, die ersten 2 Stunden am Morgen nicht ans Handy zu gehen und auch die letzten 1 bis 2 Stunden nicht ans Handy zu gehen, weil tut mir einfach nicht gut. Ich glaube, allgemein tut es einfach, glaube ich, der Mensch halt nicht gut, wenn man direkt, nachdem man aufsteht und bevor man schlafen geht, ja, schon Stories anderer schaut. Ich würde gar nicht mal so unbedingt YouTube dazu ziehen, weil ich finde, irgendwie YouTube ist nochmal so ein anderer Safe Space. Irgendwie, da habe ich nie irgendwie die Gedanken, dass ich mich viel mit Menschen vergleiche oder... Oder vielleicht habe ich mir auch einfach mal eine Safe Place, Leute, rausgesucht und deswegen habe ich dieses Gefühl nicht. Aber auf Instagram häufiger vergleiche ich mich halt mit meinem Alltag, mit dem Alltag anderer. Die anderen sind schon viel eher wach gewesen, haben schon das und das getan. Genauso wie am Abend irgendwie nochmal drüber nachzudenken, ah, okay, das und das hat jetzt die Person Cooles gemacht. Damit will ich mich aber nicht mehr beschäftigen. Gleichzeitig finde ich aber Social Media trotzdem schön, um sich natürlich inspirieren zu lassen. Deswegen will ich auch nicht drauf verzichten oder so. Aber zumindest morgens und abends. Das wiederum hat dazu geführt, dass ich meine Nägel lackiert habe. Weil ich habe sonst nie die Zeit dafür gefunden. Ne? Habe ja lieber abends am Handy geklebt. Da habe ich die gestern Abend lackiert. Und ich fand es richtig süß. Der Anna hat mir auch geholfen. Der hat dann immer quasi die Nagellacke für mich aufgemacht, wieder zugemacht. Hat mich gestern Abend abgeschminkt, hat mich angezogen, weil ich konnte nichts mehr berühren. Das habe ich irgendwie nicht so bedacht. Und die brauchen ganz schön lang, ehrlich gesagt. Ich habe Angst, dass die mir verbrennen. Oh! Uch! Gut. Wir sind noch nicht ganz eingespielt, der Toaster und ich. Das habe ich euch ja, glaube ich, schon mal erzählt. Der kann nur meine Toastbrötchen gut toasten, aber alles andere, Bagel, sowas jetzt wie Pancakes, verbrennt mir ganz gerne. Also zum Glück habe ich das jetzt früh genug rausgeholt. Die kann man trotzdem noch essen. Die werden wir jetzt einmal noch ein bisschen schön dekorieren. Und dann sieht das aus wie geleckt, das Ganze. Das sieht wirklich aus wie ein Toastbrötchen. Ich habe es also dann noch ein bisschen getoppt mit heißen Himbeeren, Vanillesoße. Das alles gestapelt und natürlich noch Pistazienmus oben drüber. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das jetzt noch getoppt habe, aber ich dachte so, bevor ich das jetzt so kurz trocken esse, dann schmeckt es irgendwie nicht. Testen wir das jetzt einfach mal. Es ging zumindest schnell, das, da kann man nichts sagen. Also schneller, als hätte ich mir jetzt Pancakes in der Pfanne gebraten. Von daher, wenn die jetzt hoffentlich nicht so schmecken wie Toastbrötchen, sondern wie Pancakes,
haben wir alles richtig gemacht. Boah, ich muss aufpassen mit meinem weißen Oberteil. Das ist natürlich schlau gewählt heute mit mir. Nice. Bisschen krosser. Es hat so ein bisschen was von tatsächlich Toastbrötchen, aber auch Pancakes. Es ist schon trotzdem fluffig. Aber auch so ein bisschen kross. Ich meine, ich habe es natürlich auch jetzt ein bisschen zu lange im Toaster gelassen. Habt ihr ja gesehen. Da muss ich echt später noch ein bisschen gucken, dass das nicht so schief geht. Und dafür, dass die vegan sind, das heißt, noch mal schwieriger, ein Fertigprodukt aus dem Toaster fluffig zu machen. Extra Bonuspunkte, weil es wirklich sehr, sehr lecker schmeckt. Ich finde, man schmeckt jetzt irgendwie da keinen Unterschied oder so. Das kann man also wirklich machen. Es gibt nämlich auch normale Toaster-Pancakes. Nicht vegan, aber ich finde, man kann wirklich mit vegan gehen. Schmeckt richtig gut. Wen es interessiert oder wer zumindest darauf achtet, die haben sogar Nutri-Score B. Also für ein Fertigprodukt wirklich top. Ich darf ja wohl hinzufügen, nochmal zu den Pancakes, wir haben es 2:30 und ich bekomme jetzt langsam aber sicher wieder Hunger. Normalerweise muss ich aber bestimmt schon um 2:45 ist es meist eigentlich schon wieder was essen. Das ist eigentlich immer so. Kann natürlich auch an anderen Faktoren liegen, klar. Ich kann jetzt nicht zu 100% sagen, aber ich glaube wirklich, dass es an diesen Pancakes liegt. Also die halten auch richtig gut satt. Das nochmal zur Info. Also ich habe meine neuen, wenn schnell gehen muss, Pancakes gefunden. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Die sind schön klein, passen in den Toaster. Man macht die normalerweise hier diese Reibekuchen in der Pfanne. Aber ich glaube eigentlich, weil man die ja eh nur erwärmt und kross werden die auch im Toaster. Probieren wir es mal. Ich hoffe, das wird ein Fest. Diesmal quatsche ich nicht so viel mit euch. Ich muss jetzt hier wirklich vollste Konzentration auf diesem Toaster haben. Wir wollen ja, dass das was wird, ne? Shady Kommentare bezüglich des Toasters, weil der so dreckig ist. Beschwert euch da bitte im Arne. Der hinterlässt ihn immer so. Und ich sehe mich da nicht, den sauber zu machen, weil der nach einem Tag halt wieder so aussieht. Der Gute hat auch nämlich hier... Jetzt quatsche ich ja doch wieder mit euch. Aber das muss ich auch nochmal kurz hier festhalten. Sein Dekostil ist... besonders, ne? Um es mal nett auszudrücken. Weiß ich nicht, was er sich dabei gedacht hat. Vor allem so grün und dann einfach so ein Totenkopf. Das harmoniert, ne? Das ist auch übrigens der Grund, warum ich eigentlich so die Deko uns übernommen habe, weil halt sonst unsere ganze Wohnung so aussehen würde. Leute, das klappt. Aber das ist so heiß. Oh mein Gott. Aber wie das klappt. Ich habe den Toaster unterschätzt. Das wird mir gerade klar. Das sind jetzt meine vier kleinen Reibeküchlein. Das eine ist ein bisschen zerbrochen. Aber das ist ja egal. Hauptsache es schmeckt jetzt gleich. Ich mache mir noch einen Hauch Sriracha drüber. So kann man es essen. Oh mein Gott, wie gut klappt das bitte? Ich würde sogar sagen, wirklich, dass der Toaster das eigentlich allerpraktischste ist. Du machst das einfach rein. Es macht jetzt nicht viel Arbeit, du musst auch nichts spülen. Ich meine, gut, wir könnten das Ding jetzt wirklich mal sauber machen. Aber es ist auch, wie gesagt, groß keine Sauerei, aber trotzdem hast du im Endeffekt dasselbe Ergebnis. Und wenn nicht sogar besser. Ich habe genau zur richtigen Zeit auf den Knopf gedrückt. Ich merke schon, wir werden eingespielt, ha? Ich liebe es komplett. Auch der Reibekuchen ist richtig gut, den kann ich empfehlen. Da schmeckt zumindest die, die es nicht so fettig vom Geschmack her wollen. Da ist ja was. Der schmeckt richtig lecker. Gibt natürlich günstigere, aber gerade bei Fertigprodukten sollte man vielleicht 10, 20, 30 Cent mehr ausgeben, weil dann hast du wirklich fast den identischen frischen Geschmack. Nimm den Toaster. Ich hatte wieder einer dieser Naps, bei denen du aufwachst und bist so, welchen Tag, welches Jahr, welches Datum von mir? Ich bin nach dem Mittagessen nämlich direkt in die Bib gedüst und habe eine kleine Bib-Session gemacht, die so anstrengend war, dass ich mich dann nochmal zu Hause hingelegt habe. Ja, und jetzt habe ich Hunger. Boah, es juckt mich gerade überall. Uch. Wir haben noch vor. Where is it? Ach, ich habe übrigens noch den Toaster sauber gemacht. Das habe ich auch noch geschafft. Wahrscheinlich war das so anstrengend und ich bin müde ins Bett gefallen. Da sieht das nicht mehr so eklig aus. Jedenfalls machen wir uns Schnitzel. Im, nicht in der Pfanne, sondern im Toaster. Ich habe nämlich bei Kim gesehen, dass sie diese Toasties hatte. Also die ja auch extra für den Toaster gemacht sind. Ich kenne die auch noch von früher. Aber dadurch, dass es die meines Wissens, zumindest gab es nicht bei uns im Rewe, nur mit Fleisch gibt. Ich glaube, vegetarisch gibt es die noch nicht. Ja, habe ich einfach vegane. Und auch extra relativ dünne gekauft, dass die auch gut reinpassen und auch relativ schnell
durch sind, hoffentlich. Da weiß ich wirklich nicht, ob das gelingt. Wäre ehrlich gesagt auch ziemlich schade, wenn nicht, weil, was machen wir dann? Gut, ich habe zur Not noch Pancakes. Die könnten wir zur Not sonst noch machen, aber ich hätte schon jetzt Bock auf was Herzhaftes. Na? Let's try this! Jawohl, das ist wirklich sehr dünn. Schauen wir mal. Rein da. Wir probieren mal. Ich habe es jetzt zweimal reingemacht, aber das sieht gut aus. Das ist wieder richtig kross. Hammer. Kross und durch. Und es schmeckt genauso, als hätte ich es in der Pfanne gebraten. Ich lieb's doch. Ich mache mir dazu, also das ist ja wohl altbekannt für einen Toaster, ein Schnitzel-Sandwich. Und ich glaube, ein Schnitzel esse ich einfach so, während wir auf das Sandwich warten. Bin nämlich hangry. Wir haben ja auch bisher, ich habe leider nichts mit irgendwie Snacks-mäßig gefunden, was wir hätten machen können. Außer diese Churros, die kann man ja auch in diesem Toaster machen. Die hatten wir auch schon mal von Super Bros, waren die ja. Aber mir schmecken ja Churros nicht. Für jemanden, der wirklich ein Food-Lover ist, Kaffee und Churros sind definitiv die beiden Sachen, die ich nicht gerne mag. Und wo ich dann auch tatsächlich, gerne auf einen Snack verzichte. Das muss was heißen. Deswegen, ja, gibt es jetzt erstmal pure Schnitzel. Schmeckt richtig gut. Mmh. Schmeckt übrigens richtig, richtig gut. Kann ich sehr empfehlen, weil es schmeckt wirklich, for real, wie echte Schnitzel. Zumindest wie ich es vor 2 Jahren in Erinnerung habe. Geil. Liebst du, dass das Schnitzel viel zu groß ist, aber gut. Und nochmal, das schmeckt so gut. Was soll ich noch groß sagen, Freunde? Selbst ohne Snacks fand ich diesen Tag mehr als erfolgreich. Ich habe irgendwie nicht so dran geglaubt, dass das schmeckt und dass die Sachen wirklich am Ende knusprig und genauso lecker schmecken wie aus der Pfanne, Backofen, Mikrowelle. Aber de facto kann ein Toaster genau das alles ebenfalls. Und ich muss sagen, unser Toaster hat das wieder gut mitgemacht. Keine Rauchwolke, kein Feuermelder ging an, die Bude steht noch, die Toaster sind's. Als Mini-Poops-Influencer wie mich, würde ich sagen, dieser Toaster braucht noch ein bisschen besseres Marketing. Irgendwie wird da einzig nur gezeigt, dass die Toast toasten können, aber nicht Schnitzelbrötchen, Pancakes, Kartoffelpuffer, beziehungsweise Reibekuchen. Ich guck mal, was man noch so damit machen kann. Und dann gibt es sehr, sehr gerne den zweiten Teil. Weil das ist wirklich, wirklich von einer ganz anderen Welt. Wirklich, wirklich krass. Schreibt ihr mir noch gerne Snack-Ideen rein, falls euch welche eingefallen wären. Außer Churros. Dann wäre es wirklich eine 14 von... Nein, es ist schon längst eine 14 von 10. Dann wäre es wirklich eine 15 von 10. Und das hatten wir so noch nie. Und das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe natürlich wie immer sehr, dass es euch gefallen hat. Definitiv Schnitzel ist der neue Hack. Ich habe mir die jetzt auch tatsächlich wieder, wir haben heute einen Großeinkauf gemacht, habe ich mir die wieder gekauft, weil ich weiß, dass das zu meinem neuen Alltag gehören wird. Schnitzel toasten. Toaster for the win. Und damit wünsche ich euch jetzt einen schönen Sonntag. Probiert mir gerne die Sachen aus, selbstverständlich. Ihr wisst, was ihr jetzt diese Woche oder diese kommende Woche tun müsst. Und dann sehen wir uns wieder am Donnerstag zu einem neuen Video, denn das, weil auch schon die Frage häufiger kam, werden jetzt die neuen Videotage Donnerstag und Sonntag, weil die letzten Wochen war es jetzt auch mal der Donnerstag und ich denke, dabei bleiben wir erstmal und sollte sich was ändern, gebe ich euch wieder Bescheid, aber Donnerstag und Sonntag kommen immer neue Videos, dass ihr da Bescheid wisst. Ich drücke euch bis ganz bald zu einem neuen Video. Macht es gut. Ciao.